Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play GTA 5. Wir sind unterwegs in Los Santos mit Franklin. Obwohl oben rechts, und das ist ziemlich kurios, ich weiß auch nicht, warum das so ist, oben rechts, wo das Avatar ist, da steht Trevor, obwohl wir mit Franklin unterwegs sind. Hier der Beweis ist Franklin. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen, aber ist ja auch wurscht. Wir sind unterwegs und machen jetzt eine neue Mission, und zwar die Solomon sind es, glaube ich. Hier ist ein S. Okay, ich muss da irgendwie reinkommen. Ups. Alter, wollt ihr mich jetzt hier auf den Arm nehmen? Wieso werde ich auf einmal angeschossen? Kommt schon der nächste Affe. Oh, und da kommt auch die Polizei, ey. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf gerade. Ja, wie soll ich denn da reinkommen? So, wir müssen jetzt mal verschwinden. Und dann versuchen wir nochmal bei den Solomon reinzukommen. Gucken, was passiert. Ich möchte mich jetzt am liebsten hier irgendwo verstecken. Wo fährt die Polizei? Die fährt da hinten. Und da kommt eine Streife. Dann fahren wir einfach hier runter. Ja, mal einen schönen schnellen Flitzer. Dann fahren wir einfach mal zurück zum Solomon. Da dürfte er jetzt gleich dann wieder frei sein. Beziehungsweise da hat die Polizei dann auch schon aufgegeben, uns zu suchen. Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt da aufschlagen. Oder ist das die Villa, wo ich hin muss? Nee. Was passiert, wenn ich hier zu Fuß reingehe? Das interessiert gar keinen. Doch, interessiert sie doch. Und das ist wiederum Kacke. Was ist denn hier los? Kommt man hier noch anders an Solomon ran? Nur darüber. Aber dann werde ich ja auch entdeckt. Naja, egal. Gucken wir mal einfach. Wir haben mit Sicherheit mit... wie heißt er noch hier? Mit Michael oder so die Chance, ein paar Missionen zu spielen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Da gibt es doch keine Solomon-Aktion. Mission, Kapitel, was auch immer man dazu sagt. So, liebe Polizei. Ja, dann wechseln wir jetzt einfach mal hier zu Maike. Der wird schon wissen, was zu tun ist. Und ja. Mal gucken, was passiert, und mal gucken auch, was Ärger macht. Er sitzt gerade hier auf seiner Parkbank, smoggt sich eine. Und ja, da haben wir ihn. Gucken, was passiert. Doch, bei ihm steht Michael. Bei ihm ist auch das Solomon drin. So. Wie viel Kohle hat er eigentlich? Er hat 500.000. Einer der reichsten. So. Hier steht auch kein Auto oder so rum. Wo ist der denn hier? Ach. Okay. Na, wie dem auch sei, nehmen wir uns hier mal ein Auto. Wir bedienen uns ja schon ein bisschen gerne an den Autos fremder Leute. Da ist auch das Auto, mit dem ich zuletzt dann unterwegs war. Auf zu hupen, darf nur nicht. Hupe funktioniert, mach mal Licht. Okay, Licht funktioniert auch. Super.
Dann sind wir schon ein bisschen stolz auf euch. Ups. Dann gucken wir einfach mal, ob wir mit Michael zum Solomon kommen. Ansonsten würde ich nämlich eine Mission hier von Devin machen. Heißt der Devin, der Typ? Oh, was ein Sprung. So springt man mit Fahrzeugen in Los Santos. Hör auf zu hupen. Meine Güte hier. Darf doch wohl nicht wahr sein. Die Hupe ist offiziell gesehen ein Notfallmittel, um auf dich aufmerksam zu machen. Die hupen hier aber ein bisschen öfters in Los Santos. Notfallmittel, um auf dich aufmerksam zu machen. Keine Ahnung, ob das hundertprozentig so stimmt. So. Ich muss auf jeden Fall auf dieses Gelände hier. Ah. Für mich macht er das Tor also auf. Interessant. War wahrscheinlich auch so geplant, dass das hier eine Solomon-Funktion war. Und dann schauen wir mal. Hello. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. Schon. Das ist also Solomon, okay. Aber wir nehmen uns hier diesen Flitzer, diesen Sportwagen Inveto Coquette und werden uns damit auf die Reise machen. Geile Kiste auf jeden Fall, kann einiges. Wie dem auch sei. Wir machen jetzt doch eine Solomon-Funktion, will ich schon sagen, eine Solomon-Mission. Und zwar nicht mit Franklin, sondern mit Michael. Auch eine geile Nummer. Er ruft uns auch schon an. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God, no. Is that an option? No, bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set, ideally in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. See you on the set, boss. Also, ja, das passiert, wenn man während der Fahrt aufs Handy guckt. Wir müssen da jetzt jemanden rausholen, beziehungsweise da ist ein Künstler, der möchte irgendwo anders unterschreiben. Und das ist natürlich wiederum blöd für den Solomon. Das bedeutet, wir holen ihn jetzt ab, schauen, was passiert und ja, da kommt auch schon Heli, auch eine geile Nummer. Okay, erreiche den Hubschrauber den Landeplatz, ohne Rocco zu alarmieren. Das heißt, wir müssen leise sein, dass uns diese Leute nicht sehen, hören.
stehen tut er nicht. Okay. Wo können wir jetzt hoch? Wo müssen wir hin? Da oben. Na komm schon. Ist der T-Bob richtig? Wer weiß das schon? Die auch noch ausschalten, ja, ne, zur Sicherheit. Also die dürfen diesen Rocco nicht wahren. Deswegen müssen wir die auch immer ganz schnell ausschalten. Schauen wir jetzt mal, was hier dann da oben abgeht. Wir müssten ja jetzt eigentlich schon da sein. Day trip's over, gentlemen. You're going back to set. Club ain't open, Snowbird. Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Dafür, dass er gerade aber eine ziemlich große Fresse hatte, dass ich ihm gehöre, ist es jetzt hier aber eindeutig, was hier passiert ist. We're gonna make a new deal. You leave my people alone. And I don't toss you off this roof. Yeah. Okay? Sure, man, sure. All right. Let's get back to the lot. Steige in den Hubschrauber, wir dürfen eine Runde fliegen. Yippie-yay-yay. Just hold on. Look, you can bully him, but you can't bully Talon, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully Talon? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. I don't know who you think you are. Just jumped up to studio security? I ain't security. I'm Solomon's assistant. Okay. It's not too late. Just chill. Just stop being a bully, okay? Can I just say I was just in this for the promise of strong drugs? I don't want a new deal. So much has to be off the show entirely. Well, I've got a feeling you might want to reconsider as well. Wir müssen denen jetzt so ein bisschen Angst machen. Ups. Das war aber einfach. Ja, und jetzt müssen wir den Vogel, der in unserem Hubschrauber sitzt, zurückbringen. Zu Solomon Richards. So. Begib dich in Solomons Büro, machen wir doch.
Solomon's office. Come on. Look, I'm feeling a little keyed up. How about I call my guy, go in a little jolly, and call Solomon from wherever I wake up in a week? How about you see him right now? What a wonderful surprise. Anton, my boy, you're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliché-ridden pile of dross. So, haben wir die Solomon-Mission durch. Super. Können wir direkt hier noch eine machen? Nee, ne? Nee. Dann müssen wir erstmal hier von diesem Filmset runter. Hey, Mr. Madrazo. How's that rebuild going? Good. I need to see you. Come to La Fuerta Blanca, my ranch off Senora Road, and bring Mr. Clinton. Hey, look. Franklin? I hardly know the kid. I don't want him caught up in this. You'll need another pair of hands. All right, there's another guy. Trevor Phillips. Me and him are partners. Okay. I'll have my people messenger him. So, dann müssen wir jetzt hier zu... Oh! Zu dem M fahren. Zu dem Martin. Und wo ist das? Er hat gesagt, bei einer Ranch. Okay, haben wir da... Wird das sein. Geil, Muscle Car hier. Schön am Start. Schön am Durchballern. Und ja. Die Teile sind auf jeden Fall mega schwierig zu lenken. Ja, das wird jetzt schon ein bisschen Spaß machen. Wir werden nämlich jetzt gleich auf dem Highway fahren, so wie ich das. Also ich nehme es mal an, weil wir müssen auf so eine Ranch fahren. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was passiert, ne? Was da der Matrazzo oder wie der heißt von uns möchte. Ja. Man weiß ja auch nicht immer alles, ne? Nein. Werde ich jetzt nicht machen, weil ich erstens keine Lust jetzt hier habe irgendwie auf eine Schießerei oder so, sondern ich einen Wegpunkt gesetzt habe zum Matrazzo. Matrazzo, keine Ahnung wie der Typ heißt. Wie man das ausspricht. Und ein Sportwagen wäre mal super. Weil... Hiermit geht das auf jeden Fall nicht mehr weiter. Von der Geschwindigkeit her ist das echt toll, das Gerät hier, aber irgendwie vom Handling ist das eher ja, für die Tonne. Ja, geil. Und dann fahren wir jetzt noch nicht mal Highway, sondern hier über irgendwelche Landwege. Oh, ist ja echt super. Ja, freut sich das Herz, ey. Ja, sind nur 600 Meter. Tatsächlich, ich sag, das dauert bestimmt noch ein paar Stunden. Mal gucken, ob Trevor auch da ist. Der Trevor Phillips. Der TP Inc. gegründet. Oh, 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 oh. Hier geht's rein. Said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Hello. We're looking for Mr. Madrazzo. Patrizio, for fuck's sake, just let him in. Madrazzo. Observatorium. Wieso können wir da nicht in den Wagen einsteigen? Ja, bist du behindert, Trevor? Hey, let's stay in touch on the headsets. Ja, wo ist mein Auto? Meine Güte. Manchmal ist das hier auch ein bisschen kompliziert, den Dings.
3 Kilometer zu fahren. Ich glaube, ich nehme mir unterwegs mal ein anderes Auto. Wo ich glaube, kein brauchbares mir über den Weg fahren wird, wenn ich das jetzt... Ich habe mich geirrt. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there. To that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Trevor hat auch immer nur einzelne Leute bestehlen und Frauen. Also doch zwei Sachen im Sinn. Na, aber was soll's. Ja, ich verstehe den Kerl nicht. Auf jeden Fall komme ich hiermit schon mal ein bisschen besser rum als wie mit dem Muscle-Car, das wir vorher hatten. Begib dich zum Transporter. Oh, oh. Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Das ist das Observatorium und wir müssen jetzt ein Flugzeug abschießen. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. I got her. Oh mein Gott. The city. The jet's moving. Wir müssen genau da drin abfeuern, damit wir das Teil dann da auch treffen. Es geht ja hier um Wind etc. Ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, weil sich der ganze Kram sehr schnell bewegt. Na, schon wieder. Boah. Gotta take another shot. Ja, obwohl wir nicht drin waren und abgedrückt haben, hat es denn noch funktioniert. Ja, jetzt hat es aber geklappt. Das sieht schon ziemlich krass aus. Jetzt müssen wir das Flugzeug verfolgen. Krass. Wir bringen Flugzeug zum Absturz und müssen es verfolgen. Schon ziemlich crazy. Wow. Das macht unglaublich viel Spaß. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit Trevor hier durchzuheizen. Vor allen Dingen, weil man so ein Flugzeug verfolgen muss. Das ist einfach total abgefahren. Ups.
Boah, die halten das Flugzeug aber noch ziemlich lange in der Luft. Und versuchen jetzt die Straße als Landebahn zu benutzen. Nee. Es ist unfassbar geil einfach nur. Schon ziemlich geil, oder? Also ich muss schon sagen, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Ups. They're in the dirt. Good. Get the files, and if the cousin made it, take him out. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Ziemlich, ziemlich crazy das Ganze hier. Anderen Seite. Ja. Geh in das Flugzeug. Ach, und dann müssen wir den Koffer. And explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Mmm, lecker. So, also wir liefern die Akten gar nicht selber ab, sondern lassen das erledigen, automatisiert natürlich. Während wie jetzt das Gewehr verstecken. Oder das Ganze einfach mal hochgehen lassen. Kann natürlich auch sein. Zerstöre den Transporter. Den größten Vergnügen. Okay, und deine Kiste will ich. Ey, 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 ey. Danach hätte ich sau gerne deine Kiste gehabt, ey. Ups. Ja, das Ding wird dann jetzt hoffentlich in die Luft gehen. Nicht?
doch. Was ist das für eine? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zu Martins Haus gehen. Beziehungsweise fahren. Oh, und da war eine Traumkiste. Ich glaube, das war dieser Kokett. Auf jeden Fall war das ein super Sportwagen. Und die sind ja dann doch schon sehr schön. Aber ja, der hier geht auch, diese G-Klasse. Auch sehr fein, gerade hier so im Gelände. Auch wenn nicht sehr wendig. Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Ah, I wouldn't do. Somehow I don't believe that. Trifft Trevor am Betonwerk. Oh oh. Ich ahne fürchterliches. Aber nun gut. Wenn wir da jetzt mal hinflitzen. Ich sehe das schon kommen, wie wir mit diesem Wagen hier gleich einen mordsmäßigen Unfall haben werden hier oben in den Bergen. Und einfach mal 100 Kilometer die Berge runterfliegen. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen auf Geländewagenfahrer. Der Wagen scheint ja auch nicht dreckig zu werden durch sowas. Da kann man auf jeden Fall schon ein paar Kilometerchen in kurzer Zeit zurücklegen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Und dann fliegen wir hier. Na, der Unfall ging ja. So schlimm war der nicht. Gut gelandet. Wir können ein bisschen Fullspeed geben hier und müssen uns jetzt mit Trevor am Betonwerk treffen. Ich ahne wirklich, wirklich fürchterliches. Ich glaube, Trevor hat wieder irgendeinen Scheiß gebaut. Where is he? Why do you have his car? Man, a piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you pop in the back? All right, now, Patricia. She already called Shotgun. Haha. Now, I know a nice little place we can hang out, you know? It's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. Der arme Maike. Der arme Maike. Ja, und jetzt müssen wir wieder zu Franklin wechseln. Das ist halt so manchmal im Leben Spiel. Er ist gerade mit Chop Gassi. Oh, wie süß. Geil, wir können den Ball wegwerfen und Chop holt ihn. Get it! Boom!
Und wir können Job auch rufen. Dann, ach, wir sind hier oben. Ne, da ist Job. Er ist jetzt nicht wirklich mit seinem Auto gefahren, um Job Gassi zu führen, oder? Geil, wir können mit Job können wir ein bisschen fahren. Aber wir bringen Job jetzt mal nach Hause. So weit ist es ja zum Glück nicht. Und da das ja hier unser Ferrari ist, können wir auch mal ein bisschen hier einfach durch die Landschaft fahren. Und ihr seht dann jetzt auch, wo Franklin wohnt. Zwar, nee, das war eine zu früh. Eine oder zwei. Hier ist nämlich sein Zuhause. Das ist Franklins Unterschlupf, genau. Ja. Hier passen dann zwei Autos rein. Ich glaube, der weiße parkt dann vor der Tür. Wo ist eigentlich Job jetzt? Job hat nämlich hier auch irgendwo sein Hundehäuschen. Warte, der ist da unten. Reloading, das ist Jobs Haus. Kugelsicheres Glas, wie ich es gehört. Selbst wir als Eigentümer kommen nicht rein. Doch, da ist offen. Ja. Hier ein Medikit in der Küche. Können Sie umziehen. Können ein bisschen Fernsehen. Wer ist das? Ist ja auch egal. Ja, schöne Aussicht, schönes Häuschen und damit darf ich mich dann auch verabschieden aus diesem Let's Play. Ich wünsche euch noch viel Spaß, wenn ihr weitere Folgen von uns guckt. Ganz wichtig, abonniert unseren Kanal, schreibt positive Bewertungen und natürlich schreibt Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis dann.